Was kommt dabei heraus, wenn die Oma für den Enkel eine Braut sucht, der Knecht sich in eine gar nicht liebliche Bauerstochter verliebt und die Magd mit ihrem ungenießbaren Essen alle krank macht? Ganz einfach, dann ist wieder Schadendorfer Hoftheaterzeit und damit Zeit für gute Laune und beste Unterhaltung. Seit mittlerweile 10 Jahren tritt das Laienensemble rund um Obfrau Sabine Konrad nun schon vors Publikum. Und das höchst professionell, obwohl doch alles ganz klein angefangen hat. Das war eine Idee von mir. Ich wollte selber immer Theater spielen und es hat sich aber die Gelegenheit nicht ergeben durch meinen Beruf, durch meine Lehre. Und dann habe ich meinen Mann kennengelernt und bin hierher gezogen auf dem Hof und habe mir gedacht, das passt doch, da hätten wir Platz. Zu einer Theatergruppe bin ich irgendwie nicht schnell gekommen, aber ich dachte, okay, dann probieren wir das selber. Und wir haben dann im Bekanntenkreis herumgefragt, wer Lust hätte. Und haben wirklich 8 Spieler zusammengebracht und ein Jahr drauf haben wir schon gespielt. Wer schreit denn da so erbärmlich? Grüß Gott, guten Abend, schöne Frau. Schöne Frau? Ja, wohnen Sie doch nie? Ja, natürlich, wenn denn sonst? Ach, wenn ich das gewusst hätte, dass ich hier auf diesem Hof eine so vollerblühte Pfingstrose befinde. Die wilde Kathi, so der Titel des aktuellen Stückes. Inhalt? Altknecht Florian und auch Oma Theresia liegen dem Jungbauern Martin ständig in den Ohren, doch endlich zu heiraten. Dieser hat aber überhaupt kein Interesse. Deshalb stellt Oma Theresia von sich aus eine Haushälterin, nämlich die hübsche Lisbeth ein. Und ihr Plan geht auf. Martin verliebt sich in sie und macht ihr einen Antrag. Wenn da bloß nicht dieses Heiratsversprechen wegen ihrer wilden Schwester, Kathi wäre. Ja, du weißt doch, was der Vater der Mutter versprochen hat. Ach so, auf das brauchst du keine Rücksicht nehmen. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist schon. Aber ich würde es trotzdem nicht. Die Auswahl der Stücke wird von Sabine Konrad übernommen, wobei sie sich die Entscheidung nicht leicht macht. Ich lese ca. 10 bis 15 Stücke und die 3 besten bleiben einmal in der Entscheidung und dann schaue ich, was tatsächlich an Spielern, wo ich die Zusage bekommen habe und dann schlagen wir da einfach zu. Es muss einfach etwas Belebtes, Lustiges sein und dann passt es, dann machen wir das Beste draus. Zum 10-Jahres-Jubiläum hat sich das Ensemble übrigens etwas Besonderes einfallen lassen. Denn zum einen wurde ein umfangreiches Kinderprogramm angeboten, bei dem auch die Kinder bereits ihr musikalisches und tänzerisches Talent unter Beweis gestellt haben. Und zum anderen wurde auch von den Schauspielern erstmals auf der Bühne gesungen. Du unverschämter Blätterlacken, was gebe ich mir mit dir noch? Und richt den Bauern von mir aus. Die Besucherinnen und Besucher strömten auch in diesem Jahr wieder in Massen ins Hoftheater und teilweise handelt es sich bereits um treue Stammgäste. Wir gehen schon jahrelang und jetzt will ich jedes Jahr wissen, was sich abspielt. Ich war noch nie da, unsere Tochter arbeitet hier und wir sind eingeladen geworden heute zu fünft und das ist ein schöner Ausflug am Sonntag. Ihr seid ja heute auch zu Gast beim Schadendorfer Hoftheater. Warum eigentlich kommt ihr her bzw. wart ihr schon einmal da? Ich noch nie. Aus der Obersteiermark, aber durch Verwandte bin ich dazu gekommen, aber das Glück, ich freue mich schon. Wir haben das Haus der Zeitung und wir besuchen gern so lustige Theaterstücke. Was erhoffen oder erwarten Sie sich denn für heute? Einen lustigen Nachmittag. Ja. Ja, ich bin auch jetzt mal gekommen. Also schon etliche Jahre. Warum? Ja, weil es auch noch für sich ein ganz liebes
Stück immer gespielt wird. Und ja, jetzt erst haben sie meinen Nachbarn halt zu mir empfohlen und habe es nachher gesehen und es gefällt mir jetzt mal ganz gut. 10 Jahre Schadendorfer Hoftheater. 10 Jahre beste Unterhaltung. Wir gratulieren.